Oh Mann, das ist bestimmt schon Take 7 oder so, weil ich nach dem ersten Satz schon jedes Mal dir denke, so, nee, der Satz ist nicht ganz so gut. Fuck it. Ich mach das jetzt einfach. In den letzten Jahren ist mir eine sehr wichtige Sache klar geworden. Und zwar, dass es bei Menschen, egal was sie tun, egal was sie wollen, bei Menschen gibt es immer nur zwei Motivationen, aus denen Menschen Dinge tun oder wollen. Und zwar sind das sich komplett entgegengesetzte Motivationen, entweder Liebe oder Angst. Man kann Sachen machen aus Angst, weil man unbewusst Angst vor etwas, vor irgendwelchen Folgen hat oder vor etwas, was nicht eingetreten ist, aber eintreten könnte, wenn man diese Sache nicht macht. Oder man macht die Sache aus Liebe, weil man es wirklich möchte, weil es einen Spaß macht, weil man es genießt, weil es einen erfüllt. All das sind Bestandteile von, all das gehört zu Liebe. Also mit Liebe meine ich nicht diese Chemie zwischen zwei Menschen, das körperliche, erotische, was auch immer. Das gehört natürlich auch dazu. Ich meine Liebe wie Freundschaft, Liebe wie Freude am Leben oder wie ich schon sagte, Begeisterung und Erfüllung. Und dieses Prinzip trifft wirklich auf alle Handlungen und alle Wünsche zu. Man muss sich dessen nur bewusst werden. Zum Beispiel, das ist mir wirklich, seit ich das begriffen habe, ist mir das an so vielen Tätigkeiten aufgefallen, Dinge, die ich gemacht habe oder Dinge, die ich gewünscht habe, und ich sehe das auch bei anderen Menschen andauernd. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich früher sehr genau darauf achtete, was ich esse. Ich hatte alle möglichen Dinge probiert, Diäten, verschiedene Mittel hier und da und dieses Nahrungsergänzungsmittel und das, und dann habe ich damit experimentiert, geguckt, wie es sich auf mich auswirkt. Ich habe hier gefastet, ich habe so ein Fasten gemacht, ich habe so ein Fasten gemacht. Ich habe eine Zeit lang ganz ohne Fleisch gelebt, ich habe eine Zeit lang ganz ohne Zucker gelebt, ich habe eine Zeit lang so gelebt. Also ganz, ganz, ganz viel über mehrere Jahre ausprobiert. Und zwar habe ich dadurch viel Interessantes erfahren und auch Sachen, über die ich hier erzählen könnte und auch schon zum Teil erzählt habe. Aber meine unbewusste Motivation dazu war Angst. Angst vor Krankheit, Angst vor Übergewicht, Angst davor, nicht mehr hübsch zu sein oder whatever. Ganz viel Angst. Und das ist mir klar geworden, als ich vor ein paar Jahren Ayahuasca getrunken habe. Das erste Mal, als ich das erste Mal Ayahuasca getrunken habe, habe ich, das habe ich schon in einem anderen Video erzählt, habe ich mich an meine Geburt erinnert. Um genauer zu sein, an die ersten Stunden nach meiner Geburt. Um noch genauer zu sein, wie ich mich damals gefühlt habe. Und gefühlt habe ich mich sehr allein gelassen. Ich hatte sehr viel Angst und mir war sehr kalt. Die Sache ist, dass ich noch in der UdSSR geboren wurde und damals war es üblich, dass man der Mutter das Kind zeigt und dann kommt das Kind in einen anderen Raum, wo es dann schlafen soll. Und also weg von der Mutter. Ich glaube, heute macht man das nicht mehr, aber es war eine Zeit lang so. So hat man das gemacht. Und das ist der Grund, warum eigentlich sollten ja Neugeborene noch so lange wie möglich und überhaupt Kinder sollten noch so lange wie möglich bei der Mutter sein. Damit nicht so eine krasse Trennung geschieht, damit es psychologisch auch, warum auch immer, ne? Also, bei mir war das so, dass ich eben in einen anderen Raum kam und obwohl ich im Sommer geboren wurde, war es ein sehr kalter Sommer, hat mir auch meine Mutter erzählt, nachdem ich ihr diese Geschichte erzählt habe. Sie hat mir also bestätigt, es war sehr, sehr kalt und mir war sehr kalt. Und die Emotionen, die damit verbunden waren, waren wie gesagt dieses Alleingelassensein und Angst. Angst vor dem Tod, Angst, was ist das, vom Unwissen. Und diese Angst habe ich mein Leben lang mit mir getragen, bis es mir bewusst wurde. Ich habe natürlich immer noch, wie jeder Mensch, Angst kommt immer wieder und geht und das ist normal, das ist ein normaler Prozess, das ist im Gehirn so, in der Amygdala ist das so.
verankert. Angst muss da sein. Aber diese traumatische Angst nach dem Urtrauma, also das Urtrauma ist die Geburt bei den meisten Menschen so. Die damit verbundene Angst, das ist fast wie so posttraumatisches Stress, wie auch immer. Ja? Also man trägt das immer mit sich mit und das beeinflusst alle Handlungen. Und ich habe sehr, sehr viele Dinge aus Angst gemacht. Darunter auch diese ganzen Diäten. Heute ist das so, also nachdem ich das durch Ayahuasca gesehen habe, haben sich in meinem Leben Dinge angefangen sich zu ändern. Ich habe gemerkt, dass ich sehr viel weniger Angst habe und dass ich sehr viel mehr einfach nur entspannen und genießen kann. Und jetzt mache ich immer noch, achte ich immer noch drauf, was ich esse. Aber es ist auch so, dass ich jetzt nicht mehr so voller Angst, oh, jetzt mache ich nur das. Und jetzt darf ich das nicht. Ich darf das nicht essen. Wenn ich auch ein bisschen Zucker zu mir nehme, oh, das ist schrecklich. So aus einer Art, ne? Oder ich darf kein Fleisch essen. Ich darf auch gar kein Fleisch essen. Ist hier Fleisch drin? Ja? Nee, dann esse ich das nicht. Sowas. Dieses Extreme. Das mache ich nicht mehr. Ich esse weniger Zucker oder ich esse grundsätzlich nicht allzu viel Zucker. Oder vergleichbar mit der... Ich esse immer auch relativ viel Zucker für meine Verhältnisse, aber im Vergleich zu den meisten wohl eher weniger. Und das ist okay. Ich gönn's mir manchmal. Ich gönn's mir auch manchmal einen Döner oder sowas. Ich gönn mir manchmal einfach Zeug, von dem ich weiß, dass es nicht gesund ist. Und ich habe kein Problem damit. Ich habe keine Angst mehr. Noch so eine andere Sache ist zum Beispiel, dass ich aufgehört habe, die Mikrowelle zu benutzen. Vor Jahren. Und als ich bei meinen Eltern immer zu Besuch war, das war in dieser Anfangsphase, wo ich gerade erst aufgehört habe, die ersten ein, zwei Jahre, war es so, dass ich auf gar keinen Fall, meine Eltern bereiten sich immer noch Zeug in der Mikrowelle zu oder machen sich zumindest warm dort. Und immer wenn ich bei denen gegessen habe, habe ich mir mein Essen immer selber warm gemacht, auf dem Herd oder im Ofen. Und wenn sie das, ich habe denen gesagt, auf gar keinen Fall in der Mikrowelle. Wenn ich jetzt zu meinen Eltern komme und es ist gerade wirklich unpraktisch, das in der Pfanne oder im Topf oder so warm zu machen, dann mache ich es in der Mikrowelle. Scheißegal, ich werde von einmal nicht sterben, ich werde von zweimal nicht sterben. Da passiert nichts. Vielleicht, wenn ich jeden Tag mit der Mikrowelle arbeite und über viele Jahre, das kann vielleicht gesundheitsschädlich sein. Ich weiß es sowieso nicht genau, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, da ist was dran, deswegen benutze ich keine Mikrowelle. Aber wenn ich mal irgendwo bin, wo es eine gibt und es ist gerade praktisch, dann mache ich das. Fuck it. Ja, genau dasselbe wie auch mit Lesen. Ich habe früher viel gelesen, viel Informationen gesammelt, viel, viel gelernt für mich. Und mir ist aufgefallen, dass ich das aus Angst gemacht hatte. Auch wieder nach Ayahuasca ist mir das aufgefallen, nämlich aus Angst, dumm zu erscheinen. So eine tiefsitzende Angst seit der Kindheit in mir. Die Angst vor dem Unbekannten, weil das Unbekannte, man projiziert oft die Ängste auf das Unbekannte und deswegen hat man Angst vor dem Unbekannten. Deswegen wollte ich alles wissen, was natürlich unmöglich ist. Ja, aber das ist alles unbewusst. Mir war das nicht klar. Ich habe gelesen und ich habe es genossen. Aber irgendwann ist mir klar geworden, dass es mich irgendwie nicht viel weiterbringt. Ich lese und lese und lese und lerne immer mehr und mehr und mehr, aber irgendwie ändert sich nicht wirklich was. Also habe ich angefangen, mehr zu tun, mehr zu praktizieren, anstatt noch mehr zu konsumieren, Informationen in mich hineinzufressen. Jetzt mache ich mir aus Liebe. Ich mache das, was funktioniert, was gut für mich ist. Und ich lese natürlich immer noch. Ich lese einfach nicht mehr so viel wie früher. Und ich lese auch mal leichte Literatur, auch Science Fiction oder sowas. Oder Romane oder Dan Brown oder sowas. Es muss nicht immer alles so seriös sein. Und ich lese es einfach, weil ich es genieße, weil es mir Spaß macht. Und wenn es mir gerade keinen Spaß macht, dann lese ich nicht. Ich zwinge mich nicht, so wie früher. Ich nenne all diese ganzen Beispiele, damit du dich vielleicht damit identifizierst. Falls du dich damit identifizierst. Oder damit du mehr Möglichkeiten hast, dich damit zu identifizieren. Vielleicht hast du es auch so ähnlich erlebt.
Ich treffe zum Beispiel sehr, sehr viele Menschen. Ich kenne auch sehr viele Menschen, die tun viele Dinge, aber aus Angst. Sie lesen viel aus Angst. Sie achten ganz genau auf ihre Diät und dies darf ich nicht und das darf ich nicht und aus Angst. Und ja, es fällt ihnen schwer, einfach loszulassen und sich einfach zu entspannen. Das sind jetzt, wie gesagt, nur diese zwei Beispiele. Alles wird aus Angst oder aus Liebe getan. Beziehungen werden auch so eingegangen. Man könnte eine Beziehung eingehen, wie gesagt, das ist alles unbewusst. Menschen lassen sich einfach treiben von ihrer Angst oder von ihrer Liebe. Liebe geschieht natürlich eher achtsam. Angst geschieht unbewusst, unachtsam. Man kann Beziehungen aus Angst eingehen, Angst vorm Alleinsein, Angst davor, bestimmte Rollen nicht zu erfüllen. Zum Beispiel, wenn einem von klein an eingetrichtert wurde, dass man eine Familie gründen sollte und man muss Kinder zeugen und man muss dies und jenes und heiraten, bla. Und der Mensch glaubt unbewusst, dass es alles stimmt. Und wenn er diese Ziele nicht erreicht, werden die Eltern für immer und ewig enttäuscht von den Menschen sein. Oder die Gesellschaft wird auf einen schräg gucken oder was auch immer. Das gehört sich einfach so, ja. Also gehen die Leute unbewusst eine Beziehung ein aufgrund dieser Ängste. Die Ängste, diese Rollen nicht zu erfüllen, Angst vor allein, davor allein zu sein. Ja, aber eigentlich sollten Beziehungen aus Liebe eingegangen werden, ne? Da soll kein bisschen Angst drin sein. Eifersucht ist auch wieder, darüber habe ich ein komplettes Video gemacht. Eifersucht ist ein Produkt der Ängste, ein Produkt der Angst vom Alleinsein. Ja? Angst, nicht genug Liebe zu bekommen oder was auch immer. Man muss sich die Liebe selber schenken. Und dann kann man auch andere Menschen lieben. Wenn man sich selbst lieben kann, kann man auch andere Menschen lieben. Dann kann man auch Beziehungen aus Liebe eingehen. Dann kann man auch Dinge aus Liebe tun. Liebe zu sich selbst, Liebe zu der Sache, Liebe zu anderen Menschen. Du siehst also, das ist ein sehr wichtiges Prinzip und man braucht dafür Achtsamkeit. Man muss super ehrlich mit sich sein, brutalst ehrlich. Man muss wirklich sich seine Ängste bewusst werden und wir alle tragen so etwas mit. Ich habe bisher keinen einzigen Menschen, okay, das ist. Sagen wir so, in meinem Umkreis kenne ich keinen einzigen Menschen, der nicht irgendwie irgendwelche Ängste hat. Irgendwelche, was auch immer. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der muss immer recht haben. Ja, der ist ein richtiger Klugscheißer manchmal. Er sagt zwar, dass er es aus Spaß macht, aus Humor, und er versteht schon, dass er ein Klugscheißer ist irgendwo, aber uns ist auch schon besser geworden. Aber irgendwie hat er immer noch diesen Drang, ständig alle zu korrigieren oder etwas Originelles zu sagen oder zu zeigen, was er besser weiß oder was auch immer. Der Typ hat viele Ängste. Ich habe auch schon mit ihm darüber gesprochen. Er ist ein sehr guter Freund von mir, aber das ist so eine Sache bei ihm. Ich habe eine Freundin, die probiert andauernd irgendwelche Sachen auch aus, so wie ich früher, mit dem Essen. Eigentlich habe ich mehrere solche Freundinnen. Ich habe eine Bekannte, die hat Angst davor, eine schlechte Mutter zu sein. Ich habe sogar zwei solche Bekannten. Und sie projizieren dann diese Angst in alles, was sie tun. Und sei einfach eine Mutter. Und du kannst eh nicht alles perfekt machen. Liebe einfach deine Rolle als Mutter, liebe dein Kind. Und wenn es einfach nicht immer perfekt klappt, dann soll es auch nicht. Mein Gott. Liebe dich selbst. Aber wie gesagt, alle Menschen tun etwas aus Angst. Und ich möchte dir wirklich ans Herz legen, werde deiner Angst bewusst. Werde deiner Motivation bewusst. Angst und Liebe stehen sich nämlich komplett entgegen. Wenn du etwas aus Angst tust, dann ist die Folge dessen oft noch mehr Angst und irgendwelche Probleme, Krankheiten. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben so eine Angst davor, an Krebs zu erkranken. Sie probieren alles Mögliche aus. Sie essen nur das gesündeste Essen. Sie cremen sich übertrieben ein, um sich vor der Sonne zu schützen. Und diese Leute haben dann häufig
Das ist jetzt nur so, das ist keine wissenschaftliche Statistik, aber das habe ich oft gelesen und beobachtet. Gerade diese Menschen erkranken dann oft an Krebs. Die Menschen, die eher, ich sage jetzt nicht, dass man gar keine Creme benutzen soll, obwohl ich gar keine benutze, aber ich bin kein Arzt, ich bin auch kein Wissenschaftler. Ich kann hier überhaupt nichts ganz sicher sagen, mit Sicherheit. Aber diese Angst, ich glaube, dass diese Angst vor der Krankheit nur zu mehr Krankheit führt. Die Angst an sich kann zu dem Nocebo-Effekt führen. Du kennst ja den Placebo-Effekt, ja? Das ist der, wenn man glaubt, dass einem etwas hilft, auch wenn es eigentlich ein Stoff ist, der gar nichts bewirkt, Homöopathie zum Beispiel. Haha, jetzt habe ich einen Wurmfass aufgemacht. Also wenn man glaubt, dass einem etwas hilft, obwohl es eigentlich gar nichts bringt, dann tut der Körper von alleine schon etwas und fängt an, sich zu heilen. Von alleine, der Placebo-Effekt. Wir haben also eine gewaltige Fähigkeit, uns selbst zu heilen von allen Sachen, auch vor Krebs. Und der Nocebo-Effekt ist das Umgekehrte. Wenn man glaubt, dass man krank ist, dann wird man auch krank. Oder wenn man Angst vor Krankheit hat, dann kann es durchaus sein, dass man auch dann erkrankt. Ich habe keine Angst vor Erkrankung. Ich werde sehr selten krank. Das sage ich, nachdem ich erst vor kurzem erkältet war. Aber das letzte Mal davor ist es echt lange her, dass ich erkältet war. Also, und ich zähle es auch nicht. Das ist scheißegal. Früher als Kind hatte ich übertrieben viel Angst davor, krank zu werden, aufgrund dieser ganzen Sachen mit der Geburt, das mir bei Ayahuasca klar geworden ist. Ich weiß nur, dass ich als Kind ständig Angst hatte. Ständig Angst davor, zu erkranken, und ich war übertrieben oft erkältet. Ich war sehr oft krank. Ich hatte immer irgendwelche Probleme. Nachdem ich mir gesagt habe, dass ich jetzt keine Angst mehr davor habe und dass ich einfach nicht mehr krank werde, puff, ist meine Gesundheit sehr viel besser geworden. Ja, ich kann erzählen und erzählen und erzählen, aber ich erzähle da nichts Neues. Ja? Also, ich sage es einfach nochmal, werde dir deine Ängste bewusst, sei brutalst ehrlich mit dir und fange an, dich zu entspannen. Fange an, Dinge aus Liebe zu tun. Denn wenn man Dinge aus Liebe tut, bekommt man nur noch mehr Liebe. Und das Leben wird zu einem Spaß. Ich lese keine Zeitung und gucke keine Nachrichten. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Was passiert, wird passieren. Ich bin einfach achtsam in diesem Moment, was nicht immer klappt, aber ich bemühe mich darum, stets in diesem Moment zu sein. Und das, was jetzt passiert, daraus mache ich dann etwas. Und ich versuche wirklich, so wenig Angst wie möglich zu haben. Das wird immer wieder kommen. Man muss sich dessen bewusst werden, sich entspannen und mehr Liebe in sein Leben lassen. Viel Erfolg dabei!